Das geht schnell. Das ist scheiße. Prost. Ich habe heute noch ein bisschen was eingekauft. Wenn ich ein Programm habe, und zwar hatte ich Nudeln. Und zwar will ich mir nämlich heute Makaronis machen. Was gibt's denn? Ich habe mir Nudeln gekauft. Dann habe ich hier was ähnliches wie Jagdfrucht da und den Praliner habe ich auch noch da. Und hier auch Bier. Litauisches Bier. Vollfass Engelmann. Pilsner. Ja, ich habe mehrere Suppen. Mal sehen, was schmeckt, ob die alle schmecken oder ob die alle scheiße sind. Aber gut, das kam so ungefähr in 60 oder so, aber die Dose ist so etwas größer. Ja, jedenfalls mache ich mir heute Nudeln mit Tomatensauce, ein bisschen Butter habe ich noch, Ketchup habe ich und Wurst habe ich. Reibekäse habe ich mir auch gekauft. Also von daher lebe ich heute mal richtig wie die Made im Speck. Ja, ich mache mir nie die ganzen Dinge, die Hälfte reicht. Wenn ich mir einen ganzen mache, esse ich auch immer so viel, da kriege ich aber von so einer Packung, die hat 500 Gramm, da schaffe ich dann ungefähr 2/3. Also für die zweite Mahlzeit dann am nächsten Tag wird es immer ein bisschen knapp. Ich finde dann immer kein Ende. Unterwegs mit Gas muss ich immer ein bisschen aufpassen mit Kochen. Das brennt ganz schnell an. Weil ich zu Hause auch seit, bis ich 14 war, hatten wir noch einen Gaskocher. Und dann sind wir, als ich 14 war, sind wir umgezogen, oder kurz bevor ich 14 geworden bin, sind wir umgezogen in eine Beton-Neubauwohnung. Und dort hatten wir dann Elektroherd. Ich hatte zwar vorher auch schon zu Hause, ja, in der Regel durch warm gemacht, wenn meine Mutter mir und meiner Schwester was vorbereitet hatte, war ich dann zumindest immer dafür zuständig, das Mittag warm zu machen. Meine Mutter hat es immer vorbereitet. Ich habe es dann warm gemacht und dann haben wir das halt gegessen, wenn meine Eltern mit da waren. Aber jetzt ist auch schon Hunger. Ich habe jetzt hier so etwas Ähnliches wie Jagdwurst, nicht so grobkörnig. Die schmeckt ein bisschen würziger. Das ist jetzt irgendwas Spezielles, das habe ich jetzt hier. Dann machen wir einfach eine Scheibe mit rein. Und wenn ich jetzt zu viel Wurst mache, dann müsste ich dann doch die Hälfte übrig lassen vom Rücken. Gut, ich habe nichts zu Mittag gegessen, habe ich jetzt meistens nie. Höchstens mal, wenn ich irgendwo unterwegs war, noch Eis gegessen.
Ich hatte mir die Tage jetzt mal Kartoffeln und Zwiebeln geholt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, muss ich aus Versehen zwei Kartoffeln entsorgt haben. Als sie hinten runtergefallen sind, die Nieder, habe ich schon geguckt. Also, entweder das wird demnächst mal stinken hier im Auto, weil irgendwas vergammelt. Ja, dann machen wir eine kleine Zwiebel. Eine halbe reicht. Eine halbe? Ja. Ja, Knoblauch wäre noch eine Option gewesen, aber da habe ich nicht dran gedacht. Wobei ich auch gar keinen gesehen habe. Ich habe mir jetzt meistens die kleinen Paprika hier geholt. Nennt sie Snack-Paprika. Die kannst du auch mal schön zu einer Scheibe mitessen. Ja, aber blöd mit Innerflamme kocht, muss man halt alles zu Hause noch machen. Ich brate jetzt die Zwiebeln leicht an mit dem Paprikaklei gleich dazu. Wenn die Zwiebeln leicht durchsichtig sind, dann füllt sie Wurst mit rein. Ein bisschen Mehl zum Andicken fehlt. Aber das wird schon. Müssen wir halt weniger Wasser und mehr Ketchup nehmen. Lecker sieht's auf alle Fälle aus. Ich muss dazu sagen, es ist keine Werbung im eigentlichen Sinne. Ich krieg kein Geld dafür bezahlt. Ich bin hier nur auf die Webseite der Brauerei gegangen. Ja, also wie gesagt, Vollfass, Engelmann. Ja, edel verpackt. Das geht schnell. Deutlich schalten. Prost. Anbrennen sollte man hier drin nicht lassen, das hält sich wahrscheinlich schon ewig, der Geruch. Wie gesagt, ein bisschen mehr hätte ich kochen können. Aber es geht halt irgendwie.
Schöne Mischung, Paprika und Peperoni, Chili, Barbecue Chili. Gerade weil die Pfeffermühle nicht mehr so richtig gut geht. Die Pfeffermühle, die kann man verwenden, die mühlt nur ins Leere. Aber so schmeckt schon angenehm. Ist auch nicht zu dünne geworden. So, jetzt machen wir die Nudeln. So, wie gesagt, es gibt immer noch Leute, die nicht wissen, wie man Nudeln kocht. Einfach, ich sag mal, wenigstens ungefähr im Wasser ist es ziemlich egal. Aber so circa 1 bis 2 Löffel Salz gehen schon. Und dann lässt man das Wasser aufkochen und tut die Nudeln dann rein. Ich habe mir erzählen lassen, meine Mutter, die mal gearbeitet hatte in irgendeiner Firma, eine Firma, wo meine Mutter mal gearbeitet hat, die hatten reihum, war jeder mal dran mit Kochen und da gab es dann was Einfaches zu essen dann halt. Irgendwas, was schnell geht und nicht leicht kochen lässt. Und da hatten die eine neue Kollegin gehabt, die hatte überhaupt noch nie gekocht oder so. Die hat selbst Nudeln nie kochen können. Aber statt dann zu fragen, oder gut, Internet gab es noch nicht, aber man dann hätte mal schnell gucken können, statt zu fragen, hat die einfach Wasser aufgesetzt, Tüte Nudeln rein und gut ist. Das war dann sozusagen ein Brei, ein Clinch. Auch wer nie kochen kann, sollte sehen, dass das Wasser kocht. So, halbe Packung ungefähr. Dann bloß sehen, dass ich die irgendwie zukriege halbwegs, dass hier nicht alles im Auto rumfällt. So, dann nochmal voll aufdrehen, dass das anfängt zu kochen. Und vor allem am Anfang schön umrühren, dass der Sud nie am Boden festklebt. Und wenn es kocht, kannst du runterdrehen, dass das so leise vor sich hinköchelt. Und das dauert dann, was weiß ich, 10 Minuten. Am besten abschmecken vorher, bevor er den Topf abgießt. Da ich bloß ein Plastikabwasserrohr habe, habe ich erstmal einen Deckel reingemacht, dass das heiße Wasser beim Abgießen nicht gleich das Rohr weich macht. Wenn das jetzt genug gekocht hat, gieße ich das hier am Waschbecken ab und lasse das
heiße Wassersitzung erstmal etwas abkühlen. Ja, da kommt vor. Da müsste ich grün feizen. Ich sitze ja hier ganz unten am Wald. Also konnte mich keiner einsehen hier, ob hier einer am Auto ist oder nicht. Da hielt da drüben ein Auto an, dass der mich auch nicht sehen konnte. Stieg aus, stellte eine Schnappbulle oben auf sein Auto. Dann lief da eine Runde um sein Auto. Konnte noch aufs Fußballbein laufen, also weiß nicht, ob da. Die Schnapsbrille war jedenfalls ein Drittel geleert. Weiß nicht, ob der das jetzt gemacht hat oder. Jedenfalls stellte eine Schnapsbrille oben auf sein Auto, lief innen mal drumrum, hat das Radio ziemlich laut laufen und Uni ausgemacht. Dann nahm der einen richtig großen Hieb aus der Bulle. Dann hab ich mich erstmal wieder hingesetzt und nie weiter beachtet, den Typen. Weiß nicht, ob der da noch ein paar Hieps genommen hat. Aber dann fuhr er irgendwann wieder weg. Ohne jetzt hier irgendwie einen kleinen Spaziergang zum See oder so hätte ich mir ja vorstellen können. Ich weiß nicht, ob er hier im Busch mal pissen musste. Aber wie gesagt, ich habe es nicht weiter beobachtet. Jetzt sehen Sie, optisch sehen Sie schon mal gut aus. Komm, wir gehen gleich lang. So, versuchen wir es mal. Ja. Es gibt, wäre halt besser gewesen. So, ich jetzt der Hälfte. Können wir vielleicht mit dem Deckel versuchen, aber der wird dann zu heiß wahrscheinlich. Ja, es geht. Naja, wird schon ganz schön heiß. So, jetzt machen wir die Soße nochmal richtig heiß. So, wir lassen ja nichts verkommen. Übrigens, weil das Wasser hier so gelblich ist, ich habe mir sagen lassen, dass die, weil viele sagen, wie kannst du die Nudeln hier nochmal mit kaltem Wasser abspülen, und dass der ganze Jud runterkommt. Also die Italiener lassen das auch. Die Italiener lassen das ja auch drinnen, weil eben, das ist ja auch bloß Nudel, Staub, sag ich mal, der da hier gekocht und gegoren hat. Wenn ich zu Hause mir dann Soße dazu mache, nehme ich auch meistens dann von dem Nudelwasser was. Wenn ich jetzt hier die Soße dazu mache, in die Soße rein.
Ja. Ja, wie gedacht. Jetzt kochen wir die Soße nochmal aus. Die war ja natürlich wieder fast abgekühlt. Und jetzt mache ich den ganzen Jud hier einfach über die Nudeln drüber. Wird einmal umgerührt. Und als Teller fungiert hier gleich die Pfanne. Jetzt die Frage, esse ich doch gleich alles auf oder lasse ich mir einen Habt für morgen? Das Zeug nochmal in die Kühlschrank zu stellen, wäre ja kein Problem. Ja, Leute, beim Nachkochen viel Spaß. Ich kam natürlich nie umhin, an dem, weil ich mal aufheben wollte, vom Morgen noch ein paar Mal zu naschen. Aber ich sag mal, sollte für morgen immer noch reichen. Notfalls muss ich halt noch ein Stück Brot dazu essen. Aber ich sag mal, satt bin ich ja noch ein paar Happen. Bisschen durch. Wenn ich immer anfange mit Essen, dauert es eine ganze Weile, bis mein Appetit vergangen ist. Deswegen habe ich immer wieder Probleme, aufzuhören mit Essen. Ich wollte es bloß mal nebeneinander halten hier. Links haben wir eine normale Bierbüchse. Und rechts ist die 0,568 große. Ja, das ist der vierte Parkplatz, den ich mir in Linz angeguckt habe.